Es gibt ja Sachen, die kann man konstruieren, und es gibt Sachen, die, ja, die kann man auch zerstören, ne? Oder man übertreibt es einfach komplett. Diese Schraubensicherung, meines Erachtens, das ist schon sehr oft totaler Schwachsinn. Wir haben 10.9er Schrauben. Es geht hier um die Bremse, um die Sicherheit. Aber da muss man das auch wieder abbauen können. Hier drin, die ist schon rund gedreht. Die obere ging gerade so raus, auf der anderen Seite das gleiche, jetzt bin ich auf der linken Seite dran. Und da sieht man, die sind alle so fest. Ja? Ich habe schon mit dem Brenner hier alles heiß gemacht. Manchmal kann man mit dem Brenner heiß machen, manchmal geht nicht, weil da so ein Gummi dazwischen ist. Und dann quält man sich da nur ab, so einen Dreck rauszukriegen, weil das total überlasteter Schwachsinn ist. Also sowas zu konstruieren, das nennt man Schraubensicherung. Leute, hier oben diese Fläche, diese da, die muss trocken sein. Da gebe ich euch vollkommen recht. Das ist die Fläche, die hier oben aufsitzt. Da, diese. Die muss trocken sein, ja. Aber das Gewinde vorne, meines Erachtens, so eine Schraubensicherung ist nur dafür da, um den Mechaniker zu ärgern, um ihm die Finger kaputt schlagen zu lassen und sonstige Werkzeuge zu zerstören. Das ist, also, ja, es gab Zeiten, da wurden so Leute mit Knüppel durch die Gegend gejagt, die sowas konstruieren. Das ist total übertrieben. Mehr als übertrieben. Meines Erachtens soll derjenige, der das zusammengebaut hat, auch wieder auseinanderbauen. Wenn ich eine Schraube aufmache, man kann das zum Beispiel da sehen. Ja, da hinten das Gewinde. Da ist Fett drauf und zusammengeschraubt, damit das auch hält. Hier sieht man auch, ist überall Fett drin. Zum Zusammenbauen ging das halt nicht anders. Aber oben auf diese ganzen Gewinde, die man jetzt abmacht, da gehört überall Fett drauf. Wenn das einmal ab ist, die Schraube. Die Kontaktflächen hier zwischen, da gehört Fett hin, damit sich das nicht festkommt. Die Kontaktfläche hier zwischen, da gehört auch Fett dran. Mindestens mal Keramikpaste, wenn nicht Fett. Keramikpaste ist sogar noch besser. Dass das einfach nicht festgammelt. Das ist totaler Blödsinn, sowas überhaupt zu machen. Jetzt hängt man hier stundenweise dran und dann heißt es nachher, kostet so und so viel 1000 Euro, das zu reparieren. Warum denn so viel? Ja, warum? Weil Werkzeug kaputt geht, die ganze Zeit, die drauf geht, die ganzen Nerven, die drauf gehen, die ganzen Schmerzen, die man da hat, wenn man sich das kaputt schlägt, obwohl man es schon mit dem Brenner heiß gemacht hat, so heiß, dass es eigentlich gar nicht abfallen müsste schon. Nee, das ist einfach nur Fehlkonstruktion, wer sowas macht. Ich mache immer sauber und dann Fett drauf. Ja, einfach schön so ein Fett. Da, Fett. Das gibt es in verschiedenen Farben, Formen und Temperaturen. Da gehört Fett rein, auf diese Gewinde. Wenn nicht Fett, dann Keramikpaste, das ist auch okay, aber Keramikpaste kann man auch nicht überall machen. So ein Schwachsinn, den brauchen wir überhaupt gar nicht zu produzieren. Wer sowas macht, ist totaler, der hat den falschen Beruf. Also da, abgerissen, da, reißt gleich ab. Das Gewinde schon rund. Ich habe jetzt schon hier einen größeren reingekloppt. Der T30 war eigentlich der passende. Eigentlich war das ein 6er Imbus. Ja, dann ging der T30 gerade noch so rein. Und jetzt bin ich schon beim T40 gewesen. Wo ist er? Habe ich schon weggepackt. Ja, passt nicht mehr. Da ist er. Der dreht auch schon rund. Ich habe mit dem Hammer hier alles schön festgeklappt. Und auch auf Zug und mit dem Hammer ganz leichte Schläge und das Ding ganz erhitzt. Das ist absolute Quälerei sowas.